Guten Morgen, liebe Sonne. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist kurz vor 8 und ich genieße wieder die morgendliche Stille auf dem Lüchensee. Da vorne ist die Insel, die werde ich umschiffen und dann komme ich nach Lüchen. Dort muss ich einmal umtragen und dann geht es auch noch mal weiter. Zum Schluss in den Plettkosee. Und dann schauen wir mal, wie weit ich heute komme. So, da habe ich eine kleine Übersicht, Karte. Also ich war ja irgendwie heute Nacht hier, dann bin ich hier entlang, dann über den Stadtsee, über die Straße drüber getragen. Jetzt geht es in diesen Zennsee rein und dann in die Verbindung Plettkosee, den paddel ich noch ganz, ganz runter. Und hier müsste ja dann schon wieder auf die Uckermärker Landrunde treffen. Das ist ein Pensum, glaube ich, was ich heute locker schaffen werde. Naja, ich will den Mund nicht zu voll nehmen. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein nettes Gespräch geführt mit einer Dame da hinten wegen Trinkwasser. Naja, ich habe nämlich nur noch 1 Liter, aber jetzt gibt es hier leider doch keine Möglichkeit, weil ich bin zu früh dran. Die Wirtschaft hat noch zu, das Kaffee hat noch zu. Ja, dann paddel ich mal weiter. Vielleicht treffe ich ja noch auf irgendwelche netten Leute oder ich komme mit dem Liter aus oder nachdem hier, glaube ich, keine Motorboote fahren, vielleicht notfalls filtere ich mir Wasser aus dem See ab. Das muss ich mal schauen. Schmeckt nicht immer so modrig. Ach ja, auf jeden Fall ist es wieder ein Bombentag und ich glaube, ich mache wieder mal das Beste draus. Aber 3 ihren Kopf in den Sand. Oh, ist das hier herrlich. Und ganz sauberes Wasser. Sensationell. Sieht man gleich, was das ausmacht, wenn keine Motorboote auf einem See fahren dürfen. Da ist das Wasser so klar, dass man auf den Grund des Seebodens gucken kann. Dieser Zennsee ist doch wirklich toll.
Wie die Herbstfärbung schon im Gange ist. So schön wie der See ist, aber in jeder Bucht liegen die Leute. Du findest nichts, wo du anlanden kannst. Da vorne ist dann wieder Ende und dann heißt es für mich Ausstieg und erstmal Abschied nehmen vom Paddeln und den Wanderschuh wieder anschnüren. Jetzt muss ich mal schauen, was ich aus dem Nachmittag noch mache. Es ist erst 2:30. Das heißt, es ist eigentlich noch viel zu früh für Lagerplatz suchen. Aber schwimmen täte ich trotzdem noch mal ganz gerne. Na, hier schaut es aber richtig gut aus. Passt mir zwar gar nicht ins Konzept, dass das so gut ausschaut. Damit komme ich jetzt sehr stark in Versuchung. Den Rest des Tages mal ganz gegen meine Gewohnheit an einem See zu verbringen. Warum eigentlich nicht? Ich bin ja im Urlaub, habe noch ein bisschen Zeit. Oh, da gibt es ja noch ein Plateau hier oben. Ach nee, das ist ein Wanderweg. Der ist ja auch gut, weil... Ich muss ja wieder wandern. Ah, jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe beschlossen, dass ich erstmal mein Boot trockne, dann zusammenpacke und dann schwimmen gehe und dann mir wieder überlege, was ich mache. Ja, vielleicht wird es ja hier auch noch ein bisschen ruhiger, wenn letzten Paddler wieder umgedreht sind und der Wanderweg ist ja kein offizieller Wanderweg, also kein ausgeschilderter. Vielleicht kommen da auch keine Leute mehr vorbei. Mal schauen, wie es so in einer Stunde, in 2 Stunden wieder ist. Und dann sehe ich weiter. Wenn nicht, gehe ich noch ein Stück heute. Da kommt noch mal ein kleiner verschwiegener See. Das wäre vielleicht auch noch was. Und ich müsste dann nicht mehr ein Boot zusammenpacken. Das hätte ich ja schon gemacht. So, habe mich doch fürs Weiterwandern entschieden. Der Platz, an dem ich mein Boot getrocknet habe, der hat so gotterbärmlich nach Scheiße gestunken.
den haben irgendwelche Leute vor mir als Klo verwendet. Das ist natürlich nicht schön, aber man muss ja nicht immer an einem See übernachten. Es gibt ja Billiarden andere Möglichkeiten. Ich werde schon noch was Schönes finden für heute. Ich wandere jetzt erstmal bis zur Uckermärker Landrunde auf den Wanderweg. Dann kommt, glaube ich, noch ein See, ein kleiner. Da kann ich auch noch mal schauen, ob der verschissen ist oder nicht. Es ist ja erst so 3:30. Da ist ja noch viel Zeit, bis ich mir ernsthaft Lager suchen muss. Jetzt wollte ich gerade sagen, Wohltat für die Nase, Terpene, Terpene. Und in dem Moment stinkt mir schon wieder ein Auto die Nase voll. Also es ist ja unglaublich, selbst auf so Waldwegen sind es mit den Autos unterwegs. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, boom, boom, boom. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling. But it's too late now, I just miss you. I just miss you. Such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops falling. It's cold. It's cold outside.